echten Knoten in der Zunge bekommst du von der Aufbache her, wenn du ein koreanisches Wort ins Plural setzt mit der Silbe tül und danach noch irgend sowas wie ein Objektmarker oder ein Topicmarker kommt. Also zum Beispiel, wenn du sagst, 저는 한국 사람 tül, tül, 좋아해요. Tül, öl spricht man so aus, tül. Nimm das R in die zweite Silbe mit tül. Wenn du nach der Silbe tül ein Topic-Marker setzt, um das Ganze zu betonen, dann sagst du 한국 사람 들은, 들은. Also man schreibt 들은, man sagt aber 들은. 한국 사람 들은 친절해요. Und das R ist bei den Koreanern nicht hinten gerollt, sondern vorne gerollt. Sie sagen nicht 들은, sondern sie sagen 들은, 들은. Ich weiß, es ist nicht einfach.